wie kam es dazu, dass Sie auch dann zweimal Helmut Schmidt spielten? Und welchen Gruß ließ er Sie übermitteln? Das war natürlich, also auf die Idee wäre ich selber nie gekommen. Und das war damals Nico Hoffmann, der anrief und sagte, dass sie das mit mir versuchen wollten. Und dann habe ich gesagt, pass auf, können wir, ich kenne einen sehr, sehr guten Maskenbildner. Ich würde gerne, dass der mal zu mir nach Hause kommt, dass der mal sagt, ob er das hinkriegen kann. Weil es ist egal, wie ich das spiele, wenn wir das mit der Ähnlichkeit nicht schaffen, dann haben wir verloren. Also die Leute kennen Schmidt zu sehr und die sagen dann, es ist ganz anders, Quatsch, gucke ich nicht hin. Und dann haben wir das so versucht und haben auf dem Computer die Gesichter übereinander gelegt und haben gemerkt, ja, das geht, man muss ein paar Dinge verändern, aber es geht. Und dann habe ich das zugesagt und dann habe ich mir reihenweise Videos angeguckt, ihm zugeschaut, wie er raucht, das ist alles sehr interessant. Und mich hat an dem Mann so fasziniert, dieser Widerspruch, dass jemand ganz offensichtlich hochdiszipliniert ist und gleichzeitig Tabak schnupft, Cola trinkt wie ein Irrer und raucht wie ein Irrer. Also gut, alles sehr oral, wir wollen nicht tiefer gehen. Und wobei ich finde, dass er einer der sympathischsten Raucher war, weil er so penetrant raucht, ja, dass dieses Schachspiel zwischen ihm und seiner Frau, wo die beide qualmen, du hast ja von Nebel nicht mehr gesehen. Ja? Irre. Also das war schon irre, muss ich sagen. Ja. Ja. Also ich fand ihn als Figur sehr faszinierend. Wenn jemand so diszipliniert ist wie er, dann muss es auch eine Menge geben, was diszipliniert werden muss. Klar. Also ein Langweiler braucht das nicht. Und was ließ er Ihnen bestellen? Er ließ mir bestellen, es kam tatsächlich seine langjährige Referentin, glaube ich, irgendwann an den Set und die stand kurz so vor mir und sagte, nee, ist ja wieder Chef. Und dann sagte sie, ja, ich soll Ihnen sagen, der Chef hat gesagt, das Original ist immer besser als die Kopie.